So. Ein Profil habe ich angelegt. Können dann direkt loslegen, ne? Ja, normal. Was denn auch sonst? Wir alle machen Fehler. Manche sind klein, andere groß. Aber sein Fehler, geboren aus Einfalt und kindlichem Stolz, war der größte und schrecklichste von allen. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entkommen. Manche glauben, der Prinz kam von der Insel der Zeit, wo er dem Tod zu entrinnen suchte, allein zurück. Das Amulett zerstört, der Dahaka besänftigt, die Herrscherin tot. Endlich war der Prinz frei. Aber so ist es nicht gewesen. In Wahrheit hat er mich vor meinem Schicksal gerettet. Dadurch hat er mich befreit. Und uns alle verdammt. Prinz. Von allen möglichen Schicksalen war dies das vielversprechendste. Aber etwas hat sich verändert. Sorgt euch nicht, Kailina. Kein Leid wird euch in Babylon widerfahren. Glaubt mir. Seht, wir sind beinahe zu Hause. Während unser Schiff sinkend im Hafen lag, fand sich der Prinz in einer Stadt wieder, die in nichts dem Ort glich, den er einst kannte. Der sonst so geschäftige Pier lag verwüstet da. Blutige Markisen und zerborstene Türen waren die einzigen Zeugen seiner Ankunft. Und die Menschen, Händler, Bettler, Fischer, niemand war zu sehen. Man hatte sie von hier vertrieben. Lasst sie los! Okay, Steuerung ist. Sagt, wenn ihr Zeit für die Fortsetzung habt. Ja, beruhigt euch. Erstmal ist die Maus invertiert. Schon ein bisschen besser. Ich warte gerne. Ich habe alle Zeit der Welt. So. Bisschen leiser. So. Okay.
Der Prinz bahnte sich einen Weg durch den zerstörten Stadtteil, heimgesucht von Bildern der Vergangenheit. Warum schleicht er manchmal? In der er so viele Nächte verbracht hatte, zu Asche zerfallen. Babylons stolze Flotte, deren Ankunft er stets ersehnte, sie lag zerschmettert auf dem Grund des Euphrat. Oh. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ah, vielleicht sollte ich... Wenn ihr Zeit habt, erzähle ich weiter. Spiel. Machen wir mal das an. Haltet Maus 2 fest. Mach's doch. So. Was meinen die? Warte mal. Vielleicht geht das ja mit dem Gamepad. Okay. Okay. Hier rennt er wenigstens. Beziehungsweise. Oh. Ich sollte vielleicht lesen. Kann ich auch mit dem Steuerkreuz? Ach, deswegen ging er die ganze Zeit. Ah, wegen dem Gamepad. Das läuft schon wieder von allein. Sehr empfindlich. Anscheinend. Darauf nehmt der Wand her und drückt und haltet rechte Schulter fest. Ah, okay. Meine Wand hochzulaufen, rennt auf die Wand zu, während ihr R-Schulter drückt, um und festzuhalten. Also, so. Okay. Die Steuerung gefällt mir bis Überall jetzt, okay? Überall Zeichen des Kampfes. Aber was ist mit Babylons Stadtwachen? Wo sind sie geblieben? Achso, der dreht automatisch da irgendwo hin. Das ist scheiße. Wenn er mal da hinspringt, wo ich gerade hingucke. Das heißt, er würde jetzt zum Tor hinspringen. Warum? Und ich muss darauf achten, dass das... Hä? Ach du Scheiße. Gamepad ist ja extrem empfindlich. Dahin. Okay. Aber dieses Märchen ist noch nicht zu Ende. Da muss ich ja Gamepad-Einstellungen rausnehmen. Sagt, wenn ihr Zeit für die Fortsetzung habt. Warum geht jetzt meine Maus nicht? Wenn ihr eine Pause benötigt, bitte nehmt euch Zeit. Geht das wenigstens? Sagt mir, wenn ihr mehr hören wollt.
Ah, nimmt das immer an. Okay, dann. Wollt ihr noch mehr hören? Manchmal gucken. Dass ich mein Gamepad deaktiviere. Ach, ich muss den PC neu starten dafür. Och nö. Och komm schon. Ist nicht dein Ernst. Aber dieses Märchen ist noch nicht zu Ende. Genau, machen wir mal so. Oh. Mal gucken. Und der EC-Tastatur. Ja, das ist schon besser. Okay, ich muss da hoch. Irgendwie. Okay. Oh. So. Genau. So wird ein Schuh raus. Aha. Die Speicherbrunnen also wieder. Soll ich hier vor? Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weiter erzählen. Na, okay. Ich hab nicht mal eine Waffe, sehe ich gerade. Warum mangelt es mir immer dann an einer guten Klinge, wenn das Schicksal zuschlägt? Nun gut, besser als nichts. Auf E, um den Speedkill zu starten. Okay, da hat gerade mein Gamepad vibriert. Okay. Dann geht das hier erstmal weiter. So. Okay. Diese Leuchteffekte hier sind sehr irritierend. Gucken, geht das hier überhaupt irgendwo lang? Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, mehr zu hören. Sagt mir, wenn ihr mehr hören wollt. Naja, so. Wenn ihr Zeit habt, erzähle ich Spiel? Weiter.
Was sind das denn? Nebel. Okay, lass mich mal überlegen. Genau. Okay. So, jetzt wieder. Oder war es zu früh? Okay. Ah ja. Das Übliche. Treffe den Gegner also nicht. Okay, diese Leuchteffekte, die regen gerade auf. Sagt mir, wenn ihr mehr hören wollt. Mach das mal aus. Da wieder rumrennen kann. Bleib stehen. Schräg meine Maus nicht hinterher gedreht. Ah, ja, ja. Der Anfang halt, ne? Wenn man denkt, ist das alles eingestellt. Das hat er. So. Aha. So. Ja, das Übliche halt, ne? Aha. Mit den üblichen Problemen. Okay. So, ich muss da hoch. Gibt's hier noch was? Nein. Ich weiß auch nicht, wie die HP-Upgrades hier aussehen. Oder irgendwelche anderen Upgrades. Kailina! Nein! Der Weg in die Stadt ist versperrt. Ich muss auf den Belagerungsturm und von dort aus. Aber dieses Märchen ist noch nicht zu Ende. Warte mal, ich sollte vielleicht. Das hier Vibration ausmachen? Menü auf, ab, links, rechts. Gamepad. Ich glaube nein. Oh, Spiel. Dann machen wir es doch irgendwie so. Sagt mir, wenn ich das eigentlich eine Karte? Nee. Okay, das ist er halt in der Kombo. Okay. Der eine scheint schon besiegt zu sein. Ja. Aber dieses okay. Märchen ist noch nicht. Ja, ich weiß. Nee,
Lost Zorn.